Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch basteln. Und zwar machen wir heute ein Lesezeichen. So sieht die Front aus. Die Rückseite. Und ihr könnt das Lesezeichen auch aufmachen. Ich kann euch das ein bisschen anhand meines Buches vorführen. Nehmen wir irgendeine Seite. Stecken das rein. Es ist magnetisch. Es löst sich auch nicht von alleine. Ihr könnt das Buch zuklappen. Und so entweder in euer Bücherregal stellen oder auf euren Nachttisch. Wie ihr seht, das ist nicht ganz flach gearbeitet. Ich mag es, wenn es ein bisschen absteht. Wenn es sozusagen so auch hingelegt wird, beschädigt das nicht unbedingt das Buch. Also es ist absolut in Ordnung. Es ist halt nichts für die Handtasche oder zum Mitnehmen. Das ist wirklich was zum Hinstellen, dass ihr euch selbst ein bisschen dran erfreut, weil da baumelt so ein bisschen was vom Band. Und wie genau das gebastelt worden ist, zeige ich euch jetzt. Und los geht es. Erstmal habe ich hier meine Stanz- und Prägemaschine von Action, eine Textstanze von Gina K. Designs und Aquarellpapier, aus dem ich meine Grundform für das Lesezeichen zuschneide, stanze. Dafür kurbel ich die Stanze einmal durch und gleich noch ein zweites Mal, weil ich brauche diese Form zweimal, um das Lesezeichen schließen zu können und um die Magnete vernünftig anzubringen. Ich stanze das auch aus Reststücken, deswegen sieht man, da hängt schon so ein Stück raus. Dafür muss man keinen neuen Bogen anschneiden. Wenn man Reste, so wie ich, hortet, dann kann man die auch aufbrauchen. Jetzt haben wir unsere Grundform zugeschnitten. Ich möchte die Kanten prägen. Dafür hole ich meinen Fiskars-Trimmer, lege es so an, dass ich die Kante mir präge mit einem Prägestift. Das ist quasi dann später auch die Stelle, die geklebt wird, die auch klappbar bleibt. Jetzt geht es um die Gestaltung. Wir möchten uns eine Mattung zuschneiden. Hier nehme ich ein normales Tonpapier in Schwarz, auch wieder ein Reststück, einen weißen Gelstift, damit ich mir Markierungen zeichnen kann, die ich dann auch erkennen kann. Mit Bleistift funktioniert das nicht so gut. Und dann das Ganze einfach mit der Schere ausschneiden. Das sind relativ einfache Formen, deswegen ist auch kein Problem, von Hand zu schneiden. Ich habe die Kante, also die Innenkante der Stanzform nachgezeichnet und somit ist das, was wir jetzt ausschneiden, etwas kleiner als unsere Stanzform. Ja, hier sieht man, dann bleibt ein weißer Rand und man kann auch sehr gut die Nähkante noch erkennen. Da das natürlich in Schwarz zu langweilig wäre, nehme ich hier ein Stück Restpapier, was ich normalerweise wegschmeißen würde, einen Schmierzettel und zeichne mir jetzt auf der Rückseite mit einem Bleistift auch von innen die Kanten an. Diese verkleine ich mit Hilfe vom Lineal und zeichne mir halt etwas kleinere Formen zu. Ich gucke, wo die Kanten sind, verkleinere die und habe dann ein Stück, um meinen Hintergrund drauf zu kleben. Dieses Mal habe ich mich entschieden, wieder mit meinen Resten zu arbeiten und Streifen zu nehmen, um den Hintergrund am Ende zu bilden. Auch hier wieder einfach alles ausschneiden. Wenn das nicht hundertprozentig gerade ist, ist es nicht schlimm. Ich werde jetzt auch gleich noch die Form nachschneiden müssen, weil die irgendwie vom Winkel her nicht ganz passte. Ich habe das auf das schwarze Papier dran gehalten und gemerkt, dass dann die Übergänge sind ein bisschen komisch. Deswegen habe ich dann Pi mal Daumen einfach nachgeschnitten, freie Hand, so dass der Abstand in etwa gleich ist.
Jetzt nehme ich Lineal zu Hilfe und zeichne mir eine Hilfslinie, an die ich später meine Papierstreifen ankleben kann. Das ist ein Hebelschneider. Für die Rückseite habe ich mich entschieden, aus dem Reststück Tonpapier mir noch ein Stück für die Rückseite, für die Rückwand zu schneiden. Und da passe ich mich halt dem Papier an. Die Breite habe ich ausgemessen an der anderen Mattung für die Front, wie breit das sein darf oder sein sollte, damit das identisch ist. Und nach dem Ausmessen von meinem schwarzen Tonpapierstück habe ich jetzt auch aus dem Schmierzettel 4 mm kleineren Aufleger zugeschnitten. Auch hier brauche ich wieder Hilfslinien. Hier überprüfe ich, ob das alles so halbwegs passt. Mit dem Bleistift einfach aufzeichnen. Das erleichtert euch hinterher das Kleben, dass die Streifen in etwa gleich aussehen oder halt gerade bleiben. Wenn man in der Mitte anfängt, wo man das Kreuz hat, dann ist das eigentlich immer am einfachsten. Von da aus kann man nach außen die Streifen so ausrichten, wie man möchte. Hier habe ich ein Distress-Stempelkissen in Pumice-Ton, ein trockenes Feuchttuch, eine Schere, einen Klebestift und meine Hülle mit ganz vielen schwarzen, grauen und silbernen Streifen. Hier sortiere ich mir die Papierstreifen, die ich benutzen möchte. Ich hatte festgestellt, dass ich ganz viele Tonpapierreststreifen hatte. Die wollte ich aber nicht unbedingt. Die sind doch schon etwas traurig und langweilig. Manche habe ich aber schon geprägt gehabt. Die habe ich dann hier oben im Bild. Die werden auch mit benutzt. Ich pull einfach alles raus, was ich denke, was ich nehmen kann. Im Grunde alles, was so ein bisschen ausgefallen ist, wie Spiegelkarton, beziehungsweise wer meine Videos guckt, das ist Schokokussverpackung plus viele Designpapiere aus, keine Ahnung, von früher noch. Ich habe 14 Jahre lang Papier gesammelt. Ich habe schon seit dem ersten Tag, ne, an dem ich anfing zu basteln, nie großartig was weggeschmissen. Man sieht, hier sind auch sehr viele kleine Stücke dabei, aber auch die werden noch zum Einsatz kommen. Ich musste tatsächlich auch keine weiteren Streifen dazu schneiden. Wenn man so eine kleine Grundfläche hat, da ist das auch gar nicht so schwer, mit kleinen Streifen zu arbeiten. Da fällt mir ein, ich habe gar nicht ausgemessen, wie groß mein Lesezeichen geworden ist am Ende. Und hier geht's los. Ich färbe die Kanten meiner Papierstreifen mit dem Pumiceton Distress Ink und mit meinem Feuchttuch. Dann wird das Ganze mit Klebestift angeklebt. Ich versuche hier links und rechts gleichzeitig zu arbeiten. Wenn die Papierstreifen lang genug sind, ist das auch kein Problem. Schneide mir auch gleich schon die Überreste, die überstehenden Kanten weg. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir beide Hintergrundstücke bedeckt haben. Also das Endergebnis, mein Lesezeichen ist 7,9 mal 12,7 cm. Die Grundform ist, wie gesagt, diese Stanze, die ich habe. Das ist auch die größte Textstanze. Und dementsprechend habe ich dann die anderen Ebenen angepasst. Man kann natürlich auch kleiner gehen, man kann größer gehen, man muss auch nicht unbedingt ein Tech-Dive verwenden. Man kann hier auch mit Rechteck, mit Oval, mit Kreis, mit allem Möglichen arbeiten. Es ist euch quasi frei, das so zu interpretieren, wie es euch gefällt oder was euer Material hergibt. Ich finde es manchmal schwierig, wenn man dann Sachen sieht und denkt, oh, ich muss unbedingt das haben. Es ist aber tatsächlich nicht so. Vieles habt ihr schon zu Hause oder ähnlich und ihr sagt immer wieder, benutzt das, was ihr zu Hause habt. Es ist so selten, dass man dann irgendwie unbedingt etwas haben muss. In der Regel hat man doch schon, wenn man so lang wie ich also damit zu tun hat oder das Hobby über Jahre betreibt, dass man irgendwas in der Art oder ähnlich definitiv zu Hause hat. Hier habe ich Papierstreifen.
Das sind teilweise Sachen dabei, wie das zum Beispiel, das habe ich von der Karin Jittenmeier mal vor Jahren in einem QVC-Papierset gehabt. Das waren so beglitzerte Kartenrohlinge oder Kartenzuschnitte und ich habe davon noch so viel. Und wenn wir von Action anfangen, ich habe so viel gehortet. Inzwischen habe ich mir tatsächlich auch Kaufverbot, was Papier betrifft, erteilt. Ich wüsste auch nicht, wohin damit. Ich habe zwei große Regale voll mit Papier. Oder besser gesagt, nur mit Designpapier. Und meine Reste werden auch nicht wirklich weniger. Aber wie gesagt, ihr müsst das nicht so machen wie ich. Ihr könnt auch, anstatt wie jetzt hier diese Fummelarbeit mit den ganzen kleinen Teilen, könnt ihr auch wirklich euch das Designpapier in der Form direkt zuschneiden und das direkt so benutzen. Ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber ich habe eigentlich große Ziele gehabt. Ich dachte, ich reduziere meine Reste und fange dann mit sowas an. Ich muss aber sagen, früher habe ich zum Beispiel sehr viel Papiere übereinander geschichtet, geleert, wie man so schön sagt, eine Schicht auf die andere. Und da habe ich tatsächlich mehr Papier verbraucht als das, was ich jetzt verwende. Es bleibt meistens bei der einen Ebene. Wenn man sich schon den Aufwand nimmt und so viel Papierreste zusammenbringt für den Hintergrund, dann möchte man den auch nicht komplett verdecken. Hier kommt wieder das Stempelkissen Pumiceton zum Einsatz. Ich habe alle Kanten eingefärbt. Jetzt klebe ich die fertigen Hintergründe auf die Mattung. Da benutze ich auch wieder Klebestift, weil ich habe vor, das Ganze auch noch zu nähen. Das mache ich diesmal nicht vor der Kamera. Ich habe mich entschieden, dass das immer dieses vor der Kamera ranzoomen, rauszoomen, dass das doch ganz schön anstrengend ist und ihr seht ja nicht viel, wenn die Nähmaschine im Bild ist. Und da ist es. Ich habe das schon durchgenäht. Hier ziehen wir wieder die Papierstreifen, sag ich schon, die Fäden nach hinten, um die dann mit Tesafilm zu sichern. Das war ein Prickelstift von Tonic Studios oder dem Holz, wie auch immer, wenn man das nimmt. Die beiden arbeiten ja das zusammen. Dann noch das zweite. Und jetzt gucke ich, wie das Ganze ausschaut. Das ist mein Lieblingskleber zurzeit von Tonic Studios, aber auch da gibt es sehr viele andere Flüssigkleber, die total klasse funktionieren. Wobei ich muss sagen, ich neige dazu, Tacky-Glue zu benutzen. Das waren jetzt Magnete. Jetzt klebe ich die zwei Grundformen übereinander. Und wie gesagt, das ist ja nur die Klappe, die ich zusammenklebe. Alles andere bleibt frei. Einfach andrücken. Hier wird noch ein bisschen nachgeprägt. So, und jetzt klebe ich die Magnete relativ mittig unten mit Tesafilm fest. Das Gegenstück ploppt in die Position, wo es hingehört, wird auch festgeklebt. Wir verkleiden das Ganze hinterher mit Papier, also wird man das nicht sehen. Deswegen kann man ruhig auch mit Tesafilm arbeiten. Ich bin kein Fan von Heißkleber. Und wenn man jetzt eine Papierschicht drüber klebt, dann ist das Ganze auch noch doppelt gesichert. Hier habe ich ein Stück Schleifenband. Ich habe es geknotet, damit es ein bisschen mehr Form hat, ein bisschen interessanter aussieht. Da klebe ich auch wieder die Endstücke auf der Rückseite fest mit Tesafilm. Das müsst ihr natürlich machen, bevor ihr eure Aufkleber auf die Karte oder wie hier auf das Lesezeichen draufklebt. Ansonsten habt ihr keine Möglichkeit, das vernünftig zu fixieren. Ich habe mich auch entschieden, etwas Bäckertwine dazu zu nehmen. Es ist doch relativ sehr viel Schwarz jetzt und Schwarz, ich weiß nicht, ist nicht unbedingt meine Farbe. Aber es macht das Ganze auch ein bisschen duster und ich dachte, dieses grau-weiße Bäckerstwein lockert das ein bisschen auf. Auch hier wieder die Endstücke hinten ankleben mit Tesafilm.
Das, was zu viel ist, habe ich jetzt weggeschnitten. Und dann ist es, glaube ich, auch soweit fertig zum Aufkleben. Ja, manchmal dauert das hier ein bisschen. Ja, das war ein Schnitt. Genau, ich habe in der Zwischenzeit auch einen Digistempel von TPS, von The Paper Shelter, mir ausgedruckt. Dann mit der Nelly Snellen Ovalstanze ausgestanzt. Die Außenkante habe ich für die Mattung benutzt. Und hier ist noch eine etwas ja, passende mit Wellenrand und Nähkante. Da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, wo ich das her habe. Und hier ist noch eine kleine Stanze für den Verschlussbereich des Tags. Die habe ich auch von Action aus einem Set. Und die habe ich aus Spiegelkarton bzw. aus meinem Lieblings-Schokokusspapier ausgestanzt. Zweimal, einmal für die Front und einmal für die Rückseite. Hier habe ich Labels auf Fotopapier gedruckt. Die habe ich selbst designt. Die werden hier mit Ekel-Stanzer in rund, ich glaube 1,5 Zoll müsste das sein, nee, oder ein Viertel, Entschuldigung. Das ist ein normaler Kreis und dazu passend werden wir jetzt auch eine Mattung stanzen. Da habe ich etwas stärkeres Papier genommen, auch wieder ein Reststück. Jetzt natürlich wieder die Kanten anpassen und einfärben mit unserem Distress Pumicestone. Wie ich schon im letzten Video gesagt habe, es ist immer schön, wenn man irgendwas konsequent durchzieht. Wenn man eine Farbe zum Beispiel immer wieder wiederholt oder wie hier die Kanten vom weißen Papier einfach einfärbt. Ich mache das nicht überall. Das Aquarellpapier, also die Grundform des Lesezeichens und auch jetzt die Mattung von dem Motiv, die bleiben ohne Farbe, damit das halt auch ein bisschen raussticht. Aber alles andere habe ich dann hier eingefärbt. Hier wieder mit Klebestift, weil, wie man das wahrscheinlich auch schon denkt, werde ich das Ganze gleich auch nochmal einmal mit der Nähmaschine nähen. Hier arbeite ich mit Teki-Glue, weil ich das direkt permanent aufklebe und nicht mehr nähen möchte. Also Stück doppelseitiges Klebeband erst, dann mein Teki-Glue. Ich sage immer, doppelt hält besser. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich halt der doppelseitige Klebeband ab und zu auch löst und das möchte ich halt nicht. Ich möchte, wenn ich was gebastelt habe, dass das auch wirklich auch überlebt. Hier auch wieder mit doppelseitigem Klebeband alles ankleben. Unsere Hintergründe sind ja wie gesagt schon fertig. Ich wollte da jetzt keine weiteren Bänder oder sonst was hinzufügen, wo ich dann auf der Rückseite irgendwas verstecken muss. Ihr könnt hier natürlich auch reißen, ihr könnt hier schneiden, also das doppelseitige Klebeband. Ich habe halt in der hier versucht, so gerade wie möglich zu bleiben. Deswegen habe ich mit der Schere gearbeitet. Da eignet sich natürlich eine beschichtete Schere wesentlich besser. Ich weiß, dass es welche von Folia gibt in Deutschland. Ihr müsst da jetzt nicht unbedingt, so wie ich, die Tim Holz Schere haben von Tonic Studios, aber ich benutze das, was ich habe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Teflon-beschichteten Scheren gerade bei Kleber einfach besser sind. Die lassen sich auch hinterher leichter reinigen, einfach mit Alkohol zum Beispiel. Bei einer normalen Schere, die verklebt so schnell. Hier fixiere ich von beiden Seiten mit Klammern, damit gerade da die Bereiche, wo Schleifenband ist, sind heikel. Da löst sich der Kleber doch am schnellsten und da muss man halt ein bisschen mit Druck arbeiten, das Ganze unterstützen und dann ist es auch gar kein Problem. Dann klebt es hinterher super. Hier habe ich einen normalen Tacker genommen, Tacker sage ich schon, einen normalen Locher und habe mir das Loch wieder freigelegt. Dadurch, dass das ja vorher schon da war, konnte ich von der Rückseite sehen, wo ich stanzen muss. Jetzt verzieren wir dieses Loch, damit es halt auch hübsch aussieht. Einmal von vorne. Für die Rückseite habe ich ja auch das Designpapier hier, das ich auch anklebe. Hier auch wieder erst doppelseitiges Klebeband, dann Teki-Glue.
Übrigens sind meine Magnete recht klein. Die sind, glaube ich, 5 mm im Durchmesser und nur 1 mm hoch. Je höher eure Magnete sind, desto dicker wird das Ganze und dann klebt es halt nicht so schön. Deswegen sind in dem Fall hier doch tatsächlich flache Magnete super. Die Klammern sind jetzt natürlich ein bisschen im Weg, deswegen habe ich sie weggemacht. Drücke das Ganze jetzt ein bisschen an. Und jetzt kommt noch die Verzierung für die Rückseite. Man kann auch hier ein Eyelid setzen, zum Beispiel, wenn man möchte. Ich habe nur oft, dass mir genau, also ich habe so viel Zeit investiert und mache etwas und dann reißt das Eyelid oder ich weiß nicht, sieht halt nicht schön aus. Hier ist mein Motiv schon genäht. Auch da muss ich sagen, ihr könnt euch frei wählen, welches Motiv ihr verwendet möchtet. Es muss ja auch kein weihnachtliches sein. Das hier zum Beispiel ist ein Lesezeichen, das wird halt ein Weihnachtsgeschenk oder kommt mit in das Weihnachtsgeschenk, da passte das. Allgemein Lesezeichen sollte man vielleicht nicht unbedingt weihnachtlich gestalten, sondern allgemein, dass man das ganze Jahr nutzen kann. Aber hier war das okay für dieses Projekt. Da ich das auch relativ flach halten wollte, habe ich auch hier direkt aufgeklebt. Wäre das jetzt eine Karte, würde ich wahrscheinlich hier schon mit Abstand arbeiten. Aber das Lesezeichen, gehe ich mal von aus, wird die meiste Zeit im Buch drinne sein. Und dann sollte es zwar nicht flach wie eine Flunder sein, aber zu hoch sollte es halt auch alles nicht gearbeitet werden. Da habe ich mich anscheinend verklebt und habe das Ganze noch anlösen können. Das ist auch der Vorteil, wenn man mit Flüssigkleber arbeitet, der trocknet nicht sofort. Ihr habt ein bisschen Zeit, damit zu spielen. Hier habe ich mein nächstes Recycling-Tipp von mir sozusagen. Meine Kinder essen gerne Babybel und so ein Babybel-Netz lässt sich auch verbasteln. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwann sieht man alles mit anderen Augen und selbst bei Sachen, die ich einkaufe, überlege ich ab und zu, ich glaube, das könnte ich noch recyceln oder das könnte ich gut auf meine Karten setzen oder ich weiß auch nicht. Hier seht ihr auch ein Reststück von einem Buch. Ich glaube, das ist eine russische Bibel, die ich da habe. Ich habe da schon Blumen draus gestanzt und andere Sachen mitgemacht, aber auch da. Jedes kleinste Fusselteil wird aufgehoben, es wird nichts weggeworfen. Und dann habe ich mir überlegt, dass das so im Gesamtbild ein bisschen raussticht. Also können wir hier das Ganze auch ein bisschen anpassen und wieder mit Parmeston die Kanten einfärben. Und Lesezeichen und Bücher oder Buchseiten, das funktioniert zusammen super. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Man muss halt aber bedenken, dass diese Buchseiten relativ dünn sind. Da muss man schon ein bisschen ja, beim Reißen aufpassen und ja, mit Gefühl arbeiten. Hier habe ich das Netz nochmal geteilt und möchte das halt jetzt aufkleben bzw. mein Label darüber setzen und damit halt auch das Ganze fixieren. Natürlich müsst ihr gucken, das Netz ist aus Kunststoff, dass das vielleicht ein bisschen länger dauert zum Trocknen und auch da würde ich eigentlich empfehlen, mit Druck zu arbeiten. Ich habe das angepresst und irgendwann später ist mir das hat sozusagen ein bisschen gelöst. Was wir hinten haben, möchten wir vorne natürlich auch haben, also habe ich hier auch ein Stück vom Netz wieder zugeschnitten. Jetzt ist mir natürlich das Ganze ein bisschen im Weg. Ich möchte irgendwann auch fertig werden. Deswegen habe ich das hier ein bisschen so beschleunigt.
Hier habe ich ein Stück Pappe, um das Ganze auch vernünftig kleben zu können. Das Netz ist wie gesagt aus Kunststoff und das sollte irgendwie vernünftig kleben. Und da habe ich mich halt entschieden, mit Pappe zu arbeiten, nicht mit Abstandsklebepunkten oder sonst irgendwas, sondern mit fester Pappe. Die ist auch sehr dünn, also ich denke mal auch allerhöchstens Millimeter. Reichlich Tacky Glue obendrauf. Das Ganze ausrichten, platzieren. Hier in dem Fall habe ich mich entschieden, das Motiv rechts zu setzen. Deswegen auch die Knoten auf der linken Seite, da die Elfe ja so ein bisschen nach links guckt. Und ja, hier seht ihr mein Resteglas mit Schleifenbändern. Ich wühle da drin rum und suche mir halt die Stücke aus, die ich denke, die kann man noch benutzen oder die würden sich halt jetzt farblich eignen. Aber auch da habe ich dann später noch weißes Organza-Band genommen. Das ziehe ich von hinten nach vorne und ziehe das Band dann durch die Schlaufe. Hier habe ich auch ein bisschen Pomponband oder wie sich das schimpft. Ich habe mir überlegt, dass ich dann jetzt in die Schlaufe noch dünnes Band reinsetze und da dran dann meine Zuschnitte fixiere. Das ganze Knoten. Auf der Rückseite nochmal. Und nochmal vorne. Ein Doppelknoten, damit das Ganze nicht aufgeht. Damit sich auch das hier nicht löst, habe ich auch die Endstücke einmal geknotet. Sieht ein bisschen, also man kann es nicht gut im Video jetzt erkennen. Also vom Band, das hier zum Beispiel, die rechte Seite hat sich ziemlich aufgelöst. Die habe ich dann versucht auch zu fixieren, was gar nicht so einfach war. Ich habe das gezwirbelt, bis es halbwegs handelbar war. Und habe dann halt auch einen Knoten in diese Seite auch reingekriegt. Also war ein bisschen Arbeit, aber es hat funktioniert. Jetzt müssen wir unsere Zuschnitte noch verschönern. Und das kann man halt ganz gut, wenn man die Seiten oder die Endstücke dann vernünftig schneidet. Da habe ich festgestellt, dass meine Actionschere dafür einfach nicht scharf genug ist. Dann habe ich jetzt die von Tim Holtz genommen. Man muss sagen, Papier schneiden zum Beispiel, das macht die Schere stumpf mit der Zeit. Und es ist sogar vernünftig, eine Schere zu besitzen, die nur für Schleifenbänder schneiden oder für Stoff verwendet wird. So, ich glaube, jetzt müsste ich meine Kerze mit ins Bild bringen. Je nachdem, welche Art von Bänder ihr verwendet, das hier war relativ starke Baumwollband, könnt ihr auch die Enden anschmoren und damit auch fixieren. Bei Kunststoffbändern müsst ihr natürlich sehr aufpassen, deswegen habe ich zum Beispiel jetzt die Organza ausgelassen. Das ist halt auch etwas, was das Ganze sichert und man davon ausgehen kann, dass das sich mit der Zeit halt auch hält. Das Motiv ist natürlich noch immer nicht wirklich fest, also habe ich das wieder beschwert. Dann habe ich mich entschieden, einen Spruch zu verwenden. Das war jetzt auch aus dem Gina K. Set vorgedruckte Weihnachtssprüche. Das hatte ich, glaube ich, auch im letzten Video schon benutzt. Und ich habe sie da. Warum soll ich die nicht benutzen, wenn sie weg sind und alle sind? Dann, ja, dann ist das so. Hier wird auch wieder mit Pappe gearbeitet. Ich klebe mir die Pappe auf die Rückseite, mache da auch wieder Kleber drauf und setze mir den Spruch in die untere linke Ecke, weil das war irgendwie der einzige Platz, der für die Größe sich eignete. Hier richte ich das Ganze noch ein bisschen aus, dass es auch lesbar bleibt. Und hier seht ihr mein zweites Gläschen mit Resten in Schwarz. Also alles Mögliche von Knöpfen über Stanzteile und kleine Elemente, Bänder. Hier habe ich mir ein paar Knöpfe rausgepickt.
paar Stanzteile, habe noch weißes Häkelgarn dazu geholt und oben im Bild sind Nähgarnrollen. Das Häkelgarn verwende ich, um meine Knöpfe zu verschönern, weil für mich, ich weiß nicht, ein Knopf, der braucht einfach diesen Faden. Ein leerer Knopf angeklebt auf ein Projekt sieht für mich nicht fertig aus. Also stecke ich den Faden durch, knote das vorne und schneide mir halt das, was übersteht, einfach mit der Schere ab. Übrigens, die ganzen Stanzteile, die da jetzt oben zu sehen sind, die werden natürlich nicht alle verwendet. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Und das ist jetzt auch überwiegend mit der Mama Elephant Konfetti-Stanze gestanzt. Die ist halt am Stück und ihr stanzt auf einmal dann, ich weiß nicht, so 12 bis 20 Teilchen aus. Und ja, ich heb das halt dann später auf. Ich schmeiß ja nichts weg, das wisst ihr. Hier habe ich Nähgarn einfach um die Fingerchen gewickelt. Ganzen habe ich eine 8 gemacht. Das klebe ich mit Tiki Glue auf mein Lesezeichen. Schieb das so ein bisschen unters Motiv. Meine fertigen Knöpfe werden auch angeklebt. Auch hier Tiki Glue aufs Projekt andrücken. Hier auch wieder, ich arbeite gerne in ungeraden Zahlen. Ab und zu mache ich das halt wirklich schon so automatisch, dass ich da gar nicht drüber nachdenke. Und ich bilde auch sehr oft ein optisches Dreieck, kann man sagen. Das heißt, ich habe wie hier unten unter dem Motiv etwas, ich habe jetzt links in der Mitte etwas und ich weiß, dass ich oben rechts auch noch was draufklebe. Da sieht man das. Und das bildet halt so ein Dreieck und irgendwie ist das sehr angenehm oder sieht für mich schöner aus, als wenn man das symmetrisch arbeitet. Oben und unten oder links und rechts im Dreieck verteilt ist das schöner. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, das ist mein Hund im Hintergrund, der gerade seinen Knochen zerkaut. Hier habe ich Nouveau Drops. Ich habe die mal vor einer halben Ewigkeit mir fertig auf eine Folie gesetzt, die Punkte, habe sie trocknen lassen und dann in die Teddy-Aufbewahrungsbox gesteckt und davon würde ich abraten. Also wenn ihr die, so wie ich, vorher anfertigt, dann lieber auf der Folie lassen und nicht zusammen in so eine Schachtel. Das ist so die Langzeiterfahrung. Am Anfang war es super, aber mit der Zeit ist das irgendwie wegen der Feuchtigkeit, denke ich mal, kleben sie teilweise so fies zusammen, dass man die nicht mehr vernünftig auseinander bekommt, ohne sie zu beschädigen. Man könnte natürlich auch direkt die Nouveau-Flasche nehmen oder irgendeinen anderen Perlenpen oder wie auch immer sie alle heißen und direkt auf das Projekt gehen. Das Problem ist, wie zum Beispiel jetzt da, wo das Netz ist, wenn ich da direkt einen Plop setzen würde und der mir halbwegs gelingen würde, durch die Form dieses Netzes würde es einfach anders verlaufen. Man kann auch die natürlich jedes Element hier auch abändern. Man kann auch Halbperlen verwenden, Schmucksteine, Pailletten und ähnliches. Wie gesagt, benutzt das, was ihr mögt. Benutzt das, was ihr habt. Hier habe ich mich entschieden, auch ein Stück von der Bibel auch vorne zu setzen, damit das halt auch sich ein bisschen mit der Rückseite verbindet und halt passend ist. Auch hier wieder mit Pumiston das Ganze eingefärbt. Und das schiebe ich noch unter das Netz drunter. Damit wäre jetzt eigentlich die Deko auch fertig.
Jetzt kommt meine Distress Reinka Palette. Ich habe die online gekauft. Die Fächer waren vorher natürlich leer. Ich habe mir eine Liste angefertigt. Das war das, was ihr vorhin gesehen habt. Wie die Farben alle heißen. Ich habe die nummeriert. Ich habe mir auch die halt angemalt auf dem Deckel dieser Aufbewahrung, damit ich auch halt sehe, wie die Farben wirklich in echt aussehen. Hier muss ich mich für die Bildqualität entschuldigen. Ich habe das viel zu spät gesehen, dass das so verschwommen ist. Ich habe jetzt mit Hilfe eines Lineals und der Farbe Grau mir eine Art Horizontlinie gesetzt und fange jetzt mit dem Hintergrund an. Auch hier muss ich sagen, jeder koloriert anders. Ihr müsst das nicht bis zum Ende quasi so wie ich fertig basteln und dann anfangen zu kolorieren. Ihr könnt auch mit dem Kolorieren starten. Ihr könnt euch erst für eine Farbe entscheiden und wenn das Kolorierte fertig ist, die Papiere dementsprechend anpassen. Jeder bastelt anders. Ich habe inzwischen einfach, ich sag mal, Vertrauen in mich selbst und weiß, dass ich das auch, wenn ich das zum Schluss koloriere, hinbekomme und sollte mir ein Fehler unterlaufen, ich rette das. Also es ist noch nie irgendwas hinterher im Müll gelandet oder ähnliches. Das ist jetzt ein Blauton. Ich würde sagen, sogar Sky Blue müsste es sein. Aus dem Stegreif weiß ich es jetzt nicht, aber sieht zumindest so aus. Und ich gehe halt sehr nah ans Motiv und versuche die Farbe halt von der Kante des Motives auslaufen zu lassen. Hier ist übrigens der Wassertankpinsel von Action, den ich in diesem Aquarellfarben-Set drin hatte. Ich habe ja gesagt, er ist ziemlich groß, aber ich muss gestehen, ich bin überrascht. Man kann damit wirklich sehr fein malen. Für Hintergründe super geeignet. Ich glaube, erst wenn ich dann so Richtung Haare und Gesicht gehe, switche ich und nehme meinen gewohnten, feinen, kleinen Wassertankpinsel. Aber bis dato ist das halt alles noch relativ entspannt und da ist es auch gar nicht so schwierig, mit einem großen Pinsel zu arbeiten. Übrigens mit der Koloration, die läuft jetzt bis zum Schluss, ist dieses Projekt dann auch abgeschlossen. Wer das nicht bis zum Ende gucken möchte, kann eigentlich hier schon abschalten. Ich weiß, dass viele wirklich gerne sowas sehen und viel mitnehmen können, indem sie einfach gucken, wie andere etwas machen. Und diese Art, das Ganze hinterher zu synchronisieren, finde ich auch ganz angenehm, weil da kann ich euch was dazu sagen und das Ganze beschreiben. Natürlich ist das alles hier beschleunigt. Das ganze Video ist viel schneller gezogen, als es ja, während des Projektes war. Ich glaube, das war auch wieder 3 Stunden Videomaterial, die ich dann verkürzt jetzt habe auf fast eine Stunde. Und das ist halt auch, ich bin kein schneller Bastler. Ich schaffe es nicht, in einer Stunde eine Karte oder irgendwie ein Projekt fertigzustellen. Ich bin dann auch, glaube ich, auch nicht wirklich zufrieden mit sowas. So, ich glaube, gleich wird es besser. Da habe ich gemerkt, dass die Qualität total furchtbar ist. Jetzt wird es ja noch verschwommener als vorher. Und ja, Autofokus. Total genial, wenn man weiß, wie man diese Kam seine Kamera bedient und wenn man das auch merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Hier habe ich die Farbe Grau gewählt und habe dann angefangen zu schattieren oder den Schatten von der Fee oder Elfe und von den Kugeln zu setzen. Ich meine, ich bin kein Profi, ich mache das zwar schon eine Weile, aber nachdem ich dann jetzt wirklich 4 Jahre ausgesetzt habe und Pause gemacht habe, ist das wirklich wieder wie von vorne anfangen. Manche Sachen klappen besser, manche schlechter. Das letzte Video zum Beispiel, da war der Ton so furchtbar. Da habe ich gesagt, da muss eine andere Lösung her und ich hoffe, diesmal ist es auch wesentlich besser zu verstehen und auch nicht so leise wie das letzte Mal. Hier haben wir mit Farbe Gelb unsere Flamme und den Stern angefangen. Die innere Flamme mache ich so in einem Orange-Gelb.
Eigentlich könnt ihr auch hier, egal welches Medium benutzen, was entweder euch besser liegt, was euch zurzeit Spaß macht oder wo ihr einfach rumexperimentiert oder was anderes probieren wollt, wie auch immer. Es ist ähnlich wie mit flüssigen Wasserfarben zu arbeiten. Die Distress-Re-Inker sind sehr konzentriert, deswegen versuche ich auch meistens die Farben noch ein bisschen zu verdünnen, damit ich dann halt nicht so krasse Farben habe. Hier setze ich ein bisschen Schatten bei der Kerze, wo ich denke, dass der Schatten sitzen müsste. Das müsste sogar auch ein Grauton sein. Übrigens werde ich die ganzen Sachen, die ich verwendet habe, auch die Distress-Re-Inka-Farben in die Infobox unten setzen. Wenn es einen interessiert, er kann das halt nachlesen. Zuerst wollte ich mit Lila arbeiten, hier bei der Kerze, mit dem lila Streifen absetzen und dann habe ich gedacht, das ist mir zu krass. Es ist alles schwarz-weiß gearbeitet. Gut, die Flammen sind gelb und die Sterne sind gelb, das ist normal. Und dann habe ich mich doch für braun entschieden, damit das Ganze halt nicht zu kräftig ist. Auch die kleine Elfe, die wird mehr in Grau und Schwarz koloriert, damit sich halt das Ganze zum Motiv meine ich nicht, ich meine zu dem Hintergrund anpasst oder zu meiner Farbauswahl. Das ist halt der Vorteil, wenn ihr selber irgendwas macht. Ihr seid dann nicht gebunden auf eine Koloration, weil irgendeiner irgendwas gemacht hat für euch schon, sondern ihr könnt das tatsächlich so anpassen, wie ihr das möchtet und wie ihr das braucht. Übrigens möchte ich mich bei meinen Zuschauern bedanken. Ich freue mich sehr, wenn ihr Kommentare hinterlasst. Je nachdem, wie ich Zeit habe, reagiere ich auch darauf. Ich hatte meine alten Kommentare von ja vor meiner Pause teilweise nicht gelesen. Und ja, es ist sehr angenehm. Natürlich, dass Leute einen nicht vergessen, dass man zurück willkommen geheißen wird und dass ihr auch ein Like hinterlasst, dass ihr dann meinen Kanal abonniert. Das ist nicht selbstverständlich und ich freue mich über alle Neuzugänge. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch konstant fortsetzen kann. Ich habe mir zwar vorgenommen, ein Video in der Woche zu drehen, aber es gibt halt auch bei mir oft Stress zu Hause und oder man hat Termine oder andere Sachen einzuhalten, dass das halt manchmal einfach nicht machbar ist. Jetzt vor Weihnachten ist, denke ich mal, bei den meisten auch relativ stressig. Ich habe zum Beispiel nebenbei jetzt ein Geburtstagsgeschenk fertig bekommen. Ich habe die Adventskalender für meine Bastelfreundin angefangen. Und das sind Sachen, die kosten halt viel Zeit. Und ich kann das halt auch nicht vor der Kamera machen, weil das ist sehr viel Videomaterial. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand freiwillig sich über Stunden dasselbe anguckt. Ich versuche dann wirklich das zu filmen, was euch interessieren könnte. Ich bin auch sehr überrascht, dass zum Beispiel der Bastelhol jetzt so viele Klicks hatte. Ich meine, ich gucke das auch ab und zu gerne, aber eigentlich interessieren mich persönlich mehr Videos, wo ich dann sehe, wie jemand was gemacht hat und wirklich bastelt. Aber Geschmäcker sind nun mal verschieden. Und ja. Also hier inzwischen habe ich ja die Blätter angefangen auszumalen. Ich habe zuerst ein helleres Grün verwendet und dann in der Mitte das etwas dunklere Grün genommen und das Ganze auslaufen lassen.
Ihr könnt mit dem Pinsel relativ fein arbeiten und ihr könnt so diese, ich würde sagen, Striche von innen nach außen ziehen und erreicht halt dadurch, dass die Blätter eine Struktur bekommen, dass sie etwas interessanter aussehen. Ja, dann arbeiten wir ein bisschen an den Blättern weiter. Hier habe ich die Farbe abgewischt. Ich habe ein Feuchttuch, nein, nicht Feuchttuch, ein Taschentuch auf der rechten Seite liegen. Und bevor ich in eine andere Farbe reingehe, wird das Ganze natürlich erst abgewischt, sauber gemacht. Hier habe ich die Haare in einem Rostbraun angefangen, etwas stärker mit Wasser verdünnt am Anfang und dann wurde ich immer dunkler. Die Beschenkte, die dieses Lesezeichen bekommt, die ist rothaarig und da fand ich es eigentlich ganz süß, dass die kleine Elfe dann auch rote, rotbraune Haare bekommt. Ich habe dann auch mit etwas dunklerem Braun das Ganze noch ein bisschen schattiert. Für die Kleidung, für die Mütze, das Kleid und die Schuhe habe ich mich dann für Schwarz entschieden. Sehr stark verdünnt wirkt das Schwarz im ersten Moment gräulich. Das ist auch ganz angenehm. Da könnt ihr dann halt leicht anfangen, das Ganze einzufärben und dann halt, je intensiver die Farbe ist, weniger verdünnt, desto stärker kommt dann das Schwarze durch. Und so könnt ihr halt mit einer Farbe schon mehrere Nuancen kreieren und das Ganze ein bisschen auswaschen oder halt intensivieren. Hier hatte ich anscheinend nicht genug aufgepasst. Meine Kamera ist nach einer halben Stunde ausgegangen und ich habe das Video dann nicht weiter fortgesetzt. Und da seht ihr, das Gesicht ist schon fast fertig koloriert. Sie hat pinke Lippen gekriegt, rosa Wangen, blaue Augen. Oder man sieht das halt positiv. So ist das Video halt nicht allzu lang. Hier versuche ich noch ein bisschen die Farben auszuarbeiten. Ich gehe noch ein bisschen mit Orange in die Flamme rein, setze die Schatten von dem Stern ein bisschen in bräunlich, damit das Ganze ein bisschen intensiver ist, kräftiger. Und das mache ich halt im ganzen Motiv. Also die Grundfarbe ist aufgetragen. Jetzt kommt so der Feinschliff, würde ich sagen. Man schattiert alles ein bisschen kräftiger. Das ist halt so meine Vorgehensweise, dass ich dann leicht anfange und dann halt immer dunkler werde. Hier ist sogar Schwarz schon im Einsatz. Die Blätter werden mit Schwarz ein bisschen verdunkelt. Ich mache auch die Schatten unter den Beinchen ein bisschen kräftiger. Das ist auch alles mit Schwarz. Das Einzige, wo ich nicht gerne mit Schwarz arbeite, das ist im Gesicht oder auf der Hautfarbe selbst. Da bleibe ich in der Braunfamilie und benutze wirklich nur noch Brauntöne. Schwarz ist dann doch zu kräftig, dann wirken die hier ein bisschen ja, unrealistisch, kann man sagen. Das zerlaufene Wachs wird hier auch ein bisschen betont. Der Schatten, der Wachs sozusagen wirft. Weil im Grunde ist das Motiv ja jetzt schon farbig. Ihr könnt es so lassen. Ihr müsst diesen Schritt nicht gehen. Ihr müsst das nicht noch kräftiger betonen. Wenn ihr das nicht mögt, könnt ihr das ruhig auch weglassen. Aber wie gesagt, das ist jetzt das Gesicht. Da ist es vor allem braun und kein Schwarz. Ich habe da jetzt auch keine wirkliche, ja, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wo die Sonne oder das Licht herkommt und habe das so, wie ich denke, dass es richtig ist, einfach koloriert. Das ist ein Aquaschimmer von Nuvo. Das heißt, ich setze kleine dezente Effekte. Das glitzert sehr kräftig,
Man kann es leider nur nicht so gut im Video auffangen. Ich habe jetzt die Weihnachtskugeln, den Stern und etwas um den Stern herum mit diesem Schimmerpen gearbeitet. Ein bisschen noch die Wangen betont, weil sie mir irgendwie untergegangen sind. So, halt das Ganze noch ein bisschen näher an die Kamera. Vielleicht könnt ihr den Glitzer und Schimmer ein bisschen erkennen. Ja, und das war's. Das Einzige, was jetzt im Bild vielleicht nicht zu sehen war, ich habe noch mit weißem Gelstift und mit schwarzem Feinliner die Augen noch betont. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Tschüss!